vielleicht auch ein bisschen aggressiv ist und laut eben auf jeden Fall ist. Er steht eben da vor den Gewehrläufen und von wegen, ja, tut es jetzt. Ich stehe hier für meine Sache, aber ich erwarte nichts im Nachhinein. Natürlich mit Extremen, mit dem Tod, mit dem Leben, mit der Vergänglichkeit natürlich auch in dem Fall. Dieses Graffiti-Writing schon eher eine ziemlich aggressive, laute Kunstform ist. Für mich eher eine Vergänglichkeit da, aber das Dahinscheinen, das Dasein und das Wieder-Weg-Sein. Es steht ganz oft im Vordergrund die Ich-Botschaft.